Kunstradio, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe. Und heute darf es wieder mal, ja, BT Artbox Nails ist bei mir wieder angekommen. Schon länger, aber ich habe ja schon mal ein ganz kurzes Video rausgehauen, wo ich euch ihre neuen French, ja, Pastellrot heißt es eigentlich, vorgestellt habe. Es ist noch herbstlich, also eigentlich fängt es bei uns erst an zu herbsteln. Also die Blätter fangen jetzt an und färben sich ein. Und was gibt es da Schöneres, als die passenden Farben auf den Nägeln zu tragen? Vielleicht etwas dezenter für den Alltag, wenn man da nicht so overdressed auf den Nägeln daherkommen möchte. Und ich finde, dafür eignet sich das Farbset von BT Artbox Nails. Ihr bekommt wieder alles in verschiedenen Formen, in verschiedenen Größen und ihr habt die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Befestigungsmaterialien auszuwählen. Ich würde, glaube ich, heute gerne nochmal das Gapfill benutzen. Übrigens habe ich das gut vertragen. Es hat bei mir nichts gejuckt oder so. Einfach toll und auch für mich jetzt gut zu gebrauchen, weil es bei mir jetzt keine Allergien ausgelöst hat. Ja. Ich sehe auch, dass wir jetzt immer mehr eine Anpassung der Farben hier bekommen. Das sieht so edel aus, ne? Mit diesem, mit diesem Holo-Hintergrund. Und hier findet ihr quasi das Bildergel und auch das... Ich muss sie euch zeigen, die neuen Flaschen. Kann ich euch ja jetzt nicht vorenthalten. Machen wir es gerade auf. Hier, ist das nicht schön? Wenn ich es noch nicht schon mal gezeigt habe in einem Video, zeige ich es jetzt nochmal her. Hier habt ihr einmal den Kleber mit drin. Ja, damit habe ich auch schon gearbeitet. Funktioniert bei mir prima. Dann habt ihr hier das Doppelpack, einmal den Bilder und einmal den Topcoat. Auch das sind ganz tolle Produkte. Der Topcoat macht einen wunderschönen Glanz und ihr könnt hier auch wunderbar, wenn ich es denn aufkriege, hier haben sie ein bisschen die Textur geändert. Der ist etwas dünner geworden. Ah ja, das muss ich jetzt feststellen. Das ist der Bilder. Der müsste jetzt der ist etwas dickviskoser. Ne, weil er aufbauen soll und ihr sollt damit gut modellieren können. Ja, aber hier, der ist etwas dünner geworden. Sehr interessant. Dann verwende ich den doch nachher auch. Schick, oder? So, dann habt ihr hier nochmal das Kärtchen mit, also man kann es auch mit Bildern lernen, aber deswegen bin ich ja bei euch und zeige es euch Step by Step. Also, kann sein, dass das Video noch on air geht, wo meine Große hier saß, weil die klebe ich die ganze Zeit schon mit BT Artbox Nails. Und zwar das aus der Tube, das ist der hier. Und der hält bei ihr inzwischen, sage und schreibe, 4 Wochen hat sie die Press-Ons drauf gehabt. Wir haben 4 mm Rauswuchs gehabt und sie hat 2 Nägelchen in der letzten 4. Woche verloren. Am Mittelfinger hatte sich schon ein leichtes Lifting Richtung Nagelhaut gezeigt, aber die anderen waren alle noch bombenfest, also von daher mehr als 28 Tage plus, ja, also supi. Ich möchte euch aber jetzt die Tipps zeigen. Ich habe mir kommen lassen, wie gesagt, das ist jetzt so eine Edition, wo ihr, ich habe hier schon einen rausgebrochen, weil ich so neugierig war, weil ich habe die schon verfilmt gehabt, ich zeige sie euch trotzdem nochmal, ja, das waren die, die ich verfilmt habe, deswegen fehlt hier einer, aber ich mache ja auch gerne mal ein Short-Video. Das ist der Square in Kurz, ja. Und der hier zum Beispiel, der Daumen, der ist mir schon zu groß, ich muss tatsächlich einen kleiner gehen. Sehr schöne Farben sind das und auch hier habt ihr wieder das Nagelbett leicht eingefärbt. Bis nach oben hin wird es dann heller, hatte ich auch schon mal in einem Video erklärt. Es geht jetzt nur um die Form, das sind die Squares und dann habe ich Short und dann habe ich hier mein anderes Set, das sind die Mandeln in Kurz. Ja, eine kurze Mandel und die zeige ich euch jetzt, weil da fehlt nichts. Schauen wir sie uns der Reihe nach an, die Farben. Orange-Rot würde ich hier sagen, aber das ist jetzt so für die Herbstzeit und den Blätterwald und alles, was sich jetzt so schön einfärbt, ist das doch super. Dann färben wir uns auch ein. Ihr könnt sie so tragen, ihr könnt natürlich noch Nailart drauflegen
Und von daher braucht ihr euch hier nicht anstrengen. Ihr habt ja eure French. Genauso gut könntet ihr aber auch sagen, okay, buffer drüber und mache mir ein Full Cover an einem oder so. Ne? Da muss man halt gucken, dass man die Farbe trifft. Das ist mein Favorit, ein richtig schönes Rot. Ist das nicht schön? Also das ist meins. Schön, ne? So, dann gehen wir nochmal orangiger. Das ist der hier. Ja, das ist also richtig orange. Ich mir jetzt auch gut vorstellen mit Gold oder so. Dann haben wir ein kräftiges Braun. Und da ist ja meine Braunphobie, also mein, was heißt Phobie? Meine Abneigung gegen braune Nägel. Endlich mal Herr werden möchte, werde ich das mit BT Artbox Nails heute machen. Und ich glaube, ich nehme mal das dunkle Braun. Ich glaube, das gefällt mir am besten. Und dann haben wir hier so ein Zwischending. Dunkelkaramell, aber auch wunderschön. Ich mache meine Handschuhe nochmal drunter, dann seht ihr das leicht eingefärbte Nagelbett. Und wie gesagt, ein ganz kurzer Nagel. Ne? Also ein kurzer, eine kurze Mandel. Ein Short Almond und ich freue mich, die hier zu haben. Und wie gesagt, ich werde mich jetzt hier an diese Farbe rantasten und mir die kleben. Seid ihr mit dabei, dann lade ich euch jetzt herzlich ein auf ein BT Artbox Nails Tutorial. Viel Spaß dabei. So, es kann losgehen. Meine Nägel sind soweit vorbereitet für das Tippkleben. Und ich zeige euch jetzt, wie ich da vorgehe. Ich habe mir meine Tipps soweit rausgesucht. Das heißt, ich passe sie nochmal an, schaue rechts und links, ob das bündig abschließt. Mein Finger sei mir hier verziehen. Ich habe ein bisschen gemalt. und der passt. Das heißt, den drehe ich mir ab und lege ihn mir bereit. Dann habe ich... das hier ist mein Mittelfinger. Möchte ich euch zeigen. Der ist jetzt hier sehr flach gearbeitet. Meiner ist eher rund. Das ist etwas, das müsst ihr noch vorher einfeilen, damit das auch schön aussieht. Aber im Grunde passen die meisten eigentlich auch von dem Rand auch sehr schön. Man muss halt gucken. Wir sind halt alle etwas unterschiedlich. Ne? Bei jedem ist es etwas mehr oder weniger. Hier zum Beispiel passt es wieder perfekt. Abdrehen und bereitlegen. So, und dann habe ich ja noch meinen Ringfinger, da ist es auch sehr, sehr gut, aber wie gesagt, schaut euch da auch hier den Rand immer mal an, unterschätzt es nicht, wenn das nicht ordentlich sitzt, sieht es nicht schön aus und es sorgt natürlich auch dafür, dass es dann eben vielleicht doch Probleme gibt. Hier passt er auch exakt und abdrehen. Das Näschen entferne ich gerne vorher. Das Produkt ist klar, könnt ihr sehen, bis an den Boden des Tegels kann man hier schauen. Ich gehe jetzt hier rein, so machen es ja auch viele, und schnapp mir hier Produkt. Mit der Zeit weiß man, wie viel das sein soll, wenn man das öfters gemacht hat. Ich mache mal kurz den Deckel drauf, wegen meiner Lampe, die ich ja hier auch noch habe, und nehme mir mein Nägelchen. Und setze mir das Ganze jetzt mit einer schiebenden Bewegung nach hinten. Ja, also ich setze nicht nur aus, sondern ich schiebe nach hinten, drücke die Luft hier raus, drücke nach vorne. Und ihr seht da schon, dass das Produkt dann nach vorne geht. Korrigiere das Ganze, guck nochmal von unten. Okay, das sieht sehr schön aus. Und härte das Ganze aus. Und so fahre ich jetzt bei allen Fingern fort, bis ich sie alle auf den Nägeln sitzen habe.
Sie kleben alle. Wunderbar. Und ich werde jetzt zwei Nägelchen rausnehmen und werde die in der French bearbeiten. Das heißt, ich buffe das ab, ich feile es runter. Weil ich möchte damit noch ein bisschen was anderes machen als nur French. Das heißt, ich arbeite mir jetzt hier noch ein Design drauf. Also ihr seht, man kann das abfeilen. Ne? Also man ist da wirklich frei, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte noch ein bisschen Nail Art draufbringen, dann könnt ihr das schön abfeilen. Das tut mir jetzt ein bisschen weh in meiner Seele, weil es ist ein perfektes French und ich gehe jetzt hierher und nehme das runter. Aber dann könnt ihr sehen, dass man es wegnehmen kann, wenn man denn erweitern möchte mit Nail Art oder ein anderes Design eben noch zusätzlich fahren möchte, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann nimmt man das runter. Dann habt ihr einen Plankonagel, ne? So. So sieht das jetzt aus. Ja, und ich mache das nochmal am, ich bin mal überlegen, vielleicht den Daumen noch dazu. Den können wir auch noch abbuffern. Ich arbeite jetzt direkt mein Design und ich habe mir gedacht, noch ein bisschen mehr Braun. Nutze ein Medium für Blooming Gel, was mir die Arbeit vielleicht noch ein bisschen erleichtert in der Fließeigenschaft. Der Nagel hier ist gebuffert, das heißt, ich kann also direkt mit meinem Produkt, was Nageldesign, also Nail Art angeht, hier weiterarbeiten und werde das Ganze sandwichen. Ich kümmere mich jetzt erstmal nur um meinen Daumen. Dann schnappe ich mir ein Dotting-Tool bzw. eine Spitze. Gehe mal hier mein Braun und versuche da einen schönen Tropfen aufzunehmen. Und setze hier einen und hier und hier. Ich nehme noch mal einen größeren Ball her. Nehme nochmal Farbe auf und setze mir hier nochmal nach. Hier habe ich ein Bläschen. Das nehme ich auch gerade wieder weg. Wenn es vorsichtig anstellt, könnt ihr auch immer noch mal Produkt reingeben, aber bitte schön mittig. Und lasst das Ganze aufspringen. Gib mir dem Ganzen ein bisschen Zeit. Das lasse ich jetzt, wie gesagt, aufspringen und ich nehme mir das Produkt nochmal, dieses Blooming Gel. Da gibt es noch ein Video drüber, ein Fazit, aber das passt jetzt hier nicht rein, weil es nicht das Thema ist. Ich gebe mir jetzt hier auf den Mittelfinger nochmal das Produkt auf, mein Blooming Gel, so. Sieht, wie das verläuft. Ich brauche noch mal ein bisschen was mehr. Ich finde, es passt ganz gut. Habe ich ganz gut getroffen. Das ist ja immer so eine Sache. Und dann mache ich das Gleiche hier auf dem Nagel genauso.
So, das sieht doch schon mal ganz witzig aus. So ein bisschen wie, erinnert mich jetzt gerade an Zebra, aber nicht an den Herbst. Aber gut, ich finde es aber so lustig, dass ich die anderen noch ergänzen werde mit Blooming Gel. Und zwar hier ein wenig. Da ist es halt echt immer sinnvoll, wenn ihr nacheinander wegarbeitet. Ich habe das jetzt auch nur ausgestrichen und ich nehme jetzt wieder mein Dotting Tool her und habe mir hier so ein Glam Gel in Roségold aufgelegt und das setze ich mir tatsächlich jetzt hier hin. Bisschen zügig und schnell und lass das mal laufen. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Ein bisschen was Verspieltes, oder? Ja, ich finde es irgendwie witzig und ich lasse das. Es kann doch nur gut sein, wenn man auf seine Nägel guckt, eine Farbe drauf hat, die man nicht trägt und dann aber was draus macht, wo man dann immer grinsen muss. Ja. Ich finde es witzig und ja, ich lasse es aufspringen und härte es aus für uns. Zurück aus der Lampe ist soweit alles fixiert, ausgehärtet und jetzt fangen wir an mit dem Bildergel das Ganze noch einzupacken. Das mache ich natürlich jetzt an allen Nägeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Also hier ist jetzt das Bildergel drauf. Inhibition habe ich gerade abgenommen und ich gehe jetzt nochmal mit dem Buffer drüber, weil ich natürlich jetzt hier Schichten gearbeitet habe, die für mein Auge so zu dick sind. Ich habe natürlich ein Blooming Gel drauf, ich habe meine Farben benutzt und da ist es kein Problem, das ganz sanft etwas anzubuffern. Das könnt ihr mit dem Bildergel ohne Probleme, ohne euch jetzt irgendwie euer Design zu ver. Zu verfeilen oder runter zu feilen. Ich buffer das einfach ein bisschen so, dass die Form wieder ein bisschen dünner ist, aber ohne jetzt mein Design zu verletzen. Ja, also da, wo ich jetzt das Gefühl habe, bonbonartig, hast du vielleicht nicht sauber gearbeitet, ja, könnt ihr locker drüber gehen, das ein bisschen in Form buffern. Also feilen möchte ich da jetzt nicht zu sagen, um da so ein bisschen Abrieb zu bekommen, einfach den Buffer hernehmen. Der ist schön. Das ist kein Problem mit dem Produkt, denn wir haben ja hier gesandwicht. Da kann man das ein bisschen für sich noch ausregulieren, wenn es einem irgendwie nicht so gefällt. Kein Problem, das habe ich euch hiermit gezeigt. So. Ist ja klar, es sorgt für Stabilität. Deswegen Bilder. Aber je mehr Produkt ihr draufsetzt, desto stabiler wird euer Nagel ja als solches auch schon. Und die Sandwich-Technik schützt dann einfach nur euer Design. Ihr habt es gesehen, man kann das buffern, das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Topcoaten. Ja, und dann war es das. Das neue Video zu BT Art Box Nails mit ihren neuen French-Tipps in pastellroten Tönen. Passend immer noch, wir sind ja noch im Oktober, der November, verschiebt sich alles so ein bisschen nach hinten, hat man so den Eindruck, aber die Blätter färben sich, je nachdem, in welcher Region ihr sitzt, mehr oder weniger schnell. Wir haben jetzt inzwischen diese Farben und wenn man jetzt so ein bisschen Probleme hat mit Brauntönen, so wie ich, dann kommen diese Tipps doch gerade richtig um die Ecke. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden. Wenn ihr BT Art Box Nails noch nicht kennt, schaut gerne bei mir unter dem Video in der Info.
Dort ist BT Art Box Nails verlinkt. Dort könnt ihr direkt raufgehen und einkaufen. BT Art Box Nails bietet noch viel, viel mehr. Und vor allem ganz tolle Press-on-Nägel, die wirklich qualitativ das Original im ersten und im zweiten einfach unschlagbar sind. Bisher zumindest, muss ich echt sagen. Hat keine andere Firma damit gehalten. Im Konzept, in der Qualität, im Anbringen, total einfach für jedermann, für den Hausgebrauch vor allem. Ja, formschöne Nägel zu haben und das Produktangebot wird immer größer, mit immer schöneren Nägeln, wo ihr nicht mehr viel machen müsst. Ich habe jetzt nicht viel gemacht. Ja, ich habe zwar überlegt, mit welchem Design ich mir das irgendwie hier schmackhaft machen kann, weil die Farbe braun an sich ja nicht meins ist, aber die Tipps trotzdem nur zu empfehlen sind von meiner Seite her. Und zwar zu 100%, sonst würde ich mir hier diese Arbeit mit Sicherheit nicht machen. BT Artbox Nails ist von mir eine klare Empfehlung. Ich gehe hiermit jetzt zum Aushärten in die Lampe. Ihr seht noch gleich das Abschlussfoto. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wie gesagt, schaut rein, shoppt mal eine Runde, guckt, was es Neues gibt. Und ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Ich wiederhole mich. An der Stelle sage ich, bleibt in eurer Mitte, schafft euch eure Wohlfühloasen. Und wir sehen uns wieder zu dem einen oder anderen Video von eurem Nagelkunstradio. Von und mit mir, Nails, Coffee and Tea. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.